Scheibe Robin Doyle. Hans Fritz. Ja, da ist in einen Check von Nachbauer hinein geraten und hat dann auch noch ein Post nachgeschlagen. Zum Glück nicht getroffen. Oh, aber das war jetzt ein böses Foul. Direkt vor den Augen des Schiedsrichters. Und Korenschnik muss es ganz genau gesehen haben. Denn er zeigt hier Don Nachbauer, steh auf. Das war nichts. Und da Martin Dallmann und Nachschuss und Tor, Ausgleich. Der Torschütze ist, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe, Oliver Piloni. Ja, und jetzt ist natürlich die Volksseele am Kochen, denn dieses vermeintliche Foul an Nachbauer nicht geahndet und dann im Nachzug aus dieser Aktion der Ausgleichstreffer erzielt von Oliver Piloni. Schauen wir es uns an. Zunächst der Schuss von Dallmann, da bringen die Grazer die Scheibe nicht weg. Und jetzt kommt Piloni von links, zunächst war noch Wenner da und jetzt schießt Piloni vorbei an Marin ein zum 3:3 und viele Utensilien und Dinge hier aufs Eis geflogen. Sie sehen es und Schiedsrichter Korenschnik ordnet eine Eisreinigung an. Das heißt jetzt wieder eine Zwangspause. Das ist die Folge der anberaumten Eisreinigung. Spieler geraten hier aneinander. Jetzt droht die Sache in eine Massenkeilerei auszuarten. Etwas, was man befürchtet hat im Vorfeld dieses Spiels, weil doch eine große Rivalität da in den Partien zuvor in der Bundesliga schon zu verspüren war. So, die tausenden Zuschauer können wieder Platz nehmen. Die Eisreinigung hat stattgefunden. Und es gibt aufgrund der